Wir reden mit heute mit dem neuen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann. Herzlich willkommen bei der Volksversammlung auf dem Marktplatz. Diese Menschen haben alle eine Hoffnung im Herzen, dass sich im politischen Miteinander zwischen den Politikern und den Bürgern etwas Grundlegendes ändert. Wunderbar. Wie spüren Sie diese Hoffnung? Ja, ich habe ja schon zwischen der Landtagswahl, stimmt, ich habe ja schon eins, ich habe ja zwischen der Landtagswahl und der Wahl zum Ministerpräsidenten schon 4 Veranstaltungen gemacht, wo die Bürgerinnen und Bürger direkt mit mir sprechen konnten und habe da die hohen Erwartungen gespürt, dass man einfach, ist ein bisschen schon abgegriffen, aber ich sage es nochmal, einfach auf Augenhöhe mit den Leuten redet, ganz normal. Das aufnimmt, was sie einem zu sagen haben und das sehr ernsthaft mit ihnen bespricht, was zu besprechen. Was Sie jetzt machen nach 21 Tagen im Amt, das hat ja noch keiner vor Ihnen gemacht. Ist das jetzt ein interessanter Gag oder wie erleben Sie das? Nein, ich habe es ja wie gesagt schon 4-mal gemacht und es gibt natürlich viele andere Art und Weise mit Bürgerinnen und Bürgern zu reden, aber man muss auch einfach diesen ganz direkten Kontakt suchen. Und ich denke schon, es ist jedenfalls etwas, das ich vorhabe, das auch beizubehalten, immer wieder solche Veranstaltungen zu machen, wo man ganz normal mit den Leuten redet. Es sind so viele Kameras. Aber, ja, das darf ich jetzt einfach noch machen, weil ich das natürlich alleine nicht immer kann, habe ich eine Staatsrätin berufen, die möchte ich ganz kurz vorstellen. Das ist die Gisela Eller. Eine Staatsrätin ist eine ehrenamtliche Ministerin und sie ist Staatsrätin für Bürgerbeteiligung und Zivilgesellschaft und sie hat eine richtige Stabsstelle im Staatsministerium und wird dafür verantwortlich sein, dass sie in allen Häusern, in allen Ministerien, das wirklich auch umgesetzt wird, dort wo es Schnittstellen gibt, direkt zum Bürger, dass die Ressorts auch darauf vorbereitet werden, wie geht man eigentlich in dieser geplanten Weise mit der Bürgerschaft um, wie machen wir das mehr Bürgerbeteiligung, wie machen wir das praktisch, dass es nicht nur eine Floskel bleibt, sondern dass das die Bürgerschaft wirklich in den Alltag spürt. Frau Eller, Sie werden sich auch einsetzen, dass eine solche Kultur, die hier jetzt vielleicht beginnt, dass die wirklich wachsen kann? Oder wie ist Ihre Aufgabe, Ihr persönliches Engagement? Ja, mein Engagement ist, dass wir in 5 Jahren in diesem Land sagen können, wir, die Regierung, wir, die Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg haben wirklich gemerkt, dass es hier mehr Beteiligung auf allen Ebenen gibt und man das spürt im Alltag, im Leben und bei all den Projekten, die heute verhandelt werden. Ich glaube, die Menschen auf dem Platz und werden Sie wirklich daran messen, an diesem Wunsch. Herr Kretschmann, Sie sind jetzt in einer neuen Rolle. Früher hat man gesagt, das ist einer von uns. Sind Sie noch einer von uns oder wie hat diese neue Rolle des Ministerpräsidenten Sie verändert in Ihrer Haltung? Also ich glaube, es wäre schlimm, wenn man nach 14 Tagen schon verändert wäre. Ja. Man muss es so sehen, die Biegekräfte, wenn man in so einer Führungsposition sind, die sind sehr, sehr groß. Das kenne ich ja schon von früher.
Und wichtig Stimmt ist, man wird da auch gebogen. Das kann man gar nicht vermeiden. Aber man muss gucken, dass man nicht verbogen wird, sondern dass man immer wieder in die Ursprungssituation zurückschnellt. Dann stimmt's. Wie wollen Sie das schaffen? Wie bleiben Sie da immer wachsam, dass Sie wieder zurückschnellen? Man muss sich immer wieder Situationen schaffen, wo man ganz normal unter den Leuten ist. Ja, auch unpolitisch. Wo man mit Freundinnen und Freunden redet und sozusagen Zusammenhänge macht, wo man mit den Menschen über Gott und die Welt redet, aber auch über die kleinen Geschäfte des Alltags, das, was der Schwab Lettergeschwätz nennt. Ja. Also das muss man auch pflegen und das tun und immer wieder in solche Zusammenhänge begeben. Und den Freiraum muss man sich schaffen, sonst verliert man mit der Zeit den Kontakt zu dem, was man normale Leute nennt. Ich meine, es sind natürlich alle letztlich normal und unnormal. Damit ist ja gemeint, dass man sozusagen nicht immer von denselben Leuten umgeben ist, immer nur Vermerke liest und was man da so machen muss, sondern dass immer wieder diese Situation auch schafft. Aber unter den Leuten zu sein, kann ich mir ganz schön schwierig vorstellen. 4 Sicherheitskräfte sind jetzt immer um Sie rum, Ihr Chauffeur ist mit dabei, Sie haben einen neuen Apparat, der Ihnen Termine aufdiktiert. Da hat sich doch schon was geändert in Ihrem Alltag. Wie empfinden Sie das? Absolut. Ich meine, diese ganzen Sicherheitsfragen, das ist schon eigentlich sehr belastend irgendwo, dass man heute dann nicht ganz normal unter die Leute kommt. Aber wir haben das ja am Beispiel wie Lafontaine oder Schäuble gesehen, wie schnell das geht. Damit tue ich mich enorm schwer. Aber es gehört eben zu so einem Leben dazu, das muss man in irgendeiner Art und Weise auch akzeptieren. Ich denke, was mich mehr belastet, ist die hohe Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung nach dem neuen Politik. Ja, also ich meine auch, der Kretschmann kocht letztlich nur mit Wasser. Ja, und die Erwartungshaltung ist groß, ist auch berechtigt. Ich freue mich auch darüber, dass die Leute so viel erwarten, aber bei mir kommt schon auch als Druck an, nur um ein Beispiel zu geben. Nach 14 Tagen habe ich über 1000 Anforderungen, wo ich überall hingehen sollte. Und das kann man natürlich nicht machen. Und das sind Dinge, wo man merkt, es wird schwierig. Was sagst du ab, wo sagst du zu? Sie spüren die Erwartungshaltung der Bürger. Jetzt wollen wir mal den Spieß umdrehen. Welche Erwartungshaltung haben Sie in diesem neuen Dialog, den Sie beginnen wollen? Welche Erwartungshaltung haben Sie jetzt an die Bürger? Das muss man auch mal auf den Tisch legen. Also, vieles, um das wir streiten werden, sind Konflikte. Ja? Ich meine, es ist ja immer die Frage, wie gehen wir Konflikten um? Ich meine, ich erfinde ja die Bürgergesellschaft nicht neu. Gibt es schon immer. Wir wollen sozusagen nur noch einen Schritt weiter gehen. Und das heißt vor allem, wie gehen wir mit Konflikten um? Und was die Institutionen bringen müssen, was ihre Bringschuld ist, heißt Fairness. Und was ich aber von der Bürgergesellschaft erwarte, ist, dass der Streit zivilisiert bleibt. Das erwarte ich von der Bürgergesellschaft. Weil ich sehe natürlich auch, dass sich Teile solcher Protestbewegungen neigen auch zu Fanatismus. Und wir müssen immer schauen, dass der Streit zivilisiert bleibt. Und das ist eine Bringschuld der Bürgergesellschaft. Wenn wir das nicht erreichen, dann öffnen wir die Tür Populisten und Demagogen. Und das ist gefährlich. Wir sehen in ganz Europa, dass populistische Bewegungen hochkommen und Einfluss auf die Regierung bekommen. Und nur wenn wir von den Institutionen her, die ich jetzt vertrete, Fairness reinbringen, Ernsthaftigkeit in Alternativen denken, keine Vorentscheidung fällen, dann können wir auch erwarten, dass der Streit in zivilisierten Formen verläuft. Das heißt, letztlich niemals in Gewalt ausufern darf.
Das ist die absolute Grenze. Und wenn das beide erbringen, dann kann dieser Schritt in die Bürgergesellschaft erfolgreich sein. Wenn wir das nicht schaffen, dann wird dieses Projekt scheitern. Wir fangen heute an mit der Fairness. Wir machen die Probe aufs Exempel bei der heutigen Volksversammlung auf dem Stuttgarter Marktplatz unter dem Motto Wir reden mit. Und ich gebe jetzt das Wort an Sie hier unten auf dem Platz. Und ich brauche jetzt ein erstes Signal, wo sich ein Bürger oder eine Bürgerin schon an ein Mikrofon begeben hat, um die erste Frage zu stellen.